Da soll ich hoch oder was? Nein, soll ich nicht. Wo soll ich denn? Muss ich da hoch oder was? Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja doch. Wir schauen mal, ob hier noch irgendwas ist. Nö, eigentlich ist hier gar nichts. Das ist noch ein Orb. Oh Mensch. Was ist los? Juhu. Nee, da ist nichts. Okay. Also ich habe auch gar keine Ahnung, also ich habe wirklich gar nichts von dem Spiel gehört. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Was hier überhaupt passiert. Gar nichts, keine Ahnung. Wir schauen uns das erstmal an, warum nicht? Dann kann man ja mal machen. Weil wenn es totaler Mist ist, wo ich einfach nicht von ausgehe, weil ich es jetzt schon relativ schön finde, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht hochladen, aber schauen wir einfach mal. Selbst wenn nicht, dann spiele ich es einfach mal so für mich. Aber ich denke schon, dass das irgendwo noch cool sein wird. Hat ja gute Ansätze, definitiv. Everyone here thinks I'm a liar. Wer ist das Passwort? Okay. No one believes I got attacked by a grizzly bear during one of my runs. Luckily I managed to extract its life before it... Nein! Before it could swipe at my face. I get real far before turning back and return its life energy. Hope I never see the likes of him again. Ach, hat er dann wieder belebt oder was? Das gehört sich auch so. Der Bär kann da nichts führen. Pathfinder Squad Point Tally from the Daily Exercises. Okay, ach, von mir aus. Nein, ich will das nicht. Opa. Ah, zur Sicherheit machen wir nochmal Doppelsprung. Okay, sind wir jetzt hier höher? Nee. Aber dann geht's hier wieder lang. Ach, ich will nicht über die Abgründe. Medaille. These medallions are getting cleaned up fast. Getting into the pyramids first is gonna be tough. Hopefully I find some more quick. I want to be the first to explore it. Ja, so ein paar haben wir schon. Wir haben mal 8 Stück schon. Juhu! Wow. Ah, gut, mit dem Doppelsprung, das ist jetzt schon angenehmer. Ne? Selbst wenn man nicht vernünftig trifft, kann man es vielleicht noch irgendwie retten. Medaillen schon wieder, okay, gut, gut, gut. Ich glaube, das geht alles so ein bisschen Richtung Gaia-Hypothese, ne? Ja. So mal facility. Also Erde als Lebewesen sozusagen, die sich selbst regeneriert und so ein bisschen neuen eigenen Willen hat. Das Leben hervorbringt, sich drum kümmert, das Leben schützt. Ja, solche Sachen. Pendulum, okay. Inside the abandoned facility. Ja, gut. How long have this time been? How long has this been abandoned? Also, where did everyone go? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wie lange ist das eigentlich schon verlassen hier und wo sind alle hin? Und welche Zeit haben wir eigentlich? Also, das ist schon Ewigkeiten hier. Also, ich habe ja gesehen, das hat ja mit dem Militär und Zweiter Weltkrieg und sowas zu tun. Aber das ist ja schon ewig hier, alles verwachsen hier und. Note from a worker. Those colossal statues all over the valley are a bit unnerving. Why would the ancient people who lived here build that kind of stuff? As scary as they are, I still find there is a beauty to them.
Something about those monstrous faces sitting amongst the calm forest captures an odd sense of failure. Okay, ja, warum haben die frühen Völker, die hier gelebt haben, solche, wie zum Beispiel dieses Gesicht da im Wasser, dieses fiese, beißende Gesicht da gemacht? Alle erschrecken sich davor. So, wir müssen irgendwie da reinkommen. Dann irgendwo das Dach oder sowas. Ah, halt da. Energy ist voll. Was? Das sind so Energy-Riegel oder so? Ach, keine Ahnung. Naja, aber das Dach wahrscheinlich. Nein, wir werden schon wieder beschossen. Wieso werden wir eigentlich die ganze Zeit beschossen? Medaillen. Ich möchte hier rein, lass mich rein. Use Amrita Packs to restore a small amount of energy to your suit. Okay, ja, aber wir sind ja meistens relativ voll. Man konnte gar keinen Schwierigkeitsgrad verwählen. Gut, bis jetzt geht's ja auch noch. Wenn man nicht einfach wie ich überall runterfällt, ist das eigentlich machbar. Ich glaube, hier geht's nicht groß weiter. Ne, nicht wirklich. Jump! Jump, jump, a little higher, jump, jump. While I appreciate being brought to study the valley, I wish the military's presence here wasn't so domineering. I can't say these giant structures add much to the view. It would be nice if this was simply a place of study and conservation. Boah, ich bin wieder hoch. Amrita Storage. Energy Storage. Okay. Kann man das in einem Silo speichern? Gut zu wissen. Amrita Storage? Ja, fragt er sich gerade aus. Gar nicht so drauf vorbereitet. Ja, okay, wo muss ich denn da hin? Darüber oder was? Nö. Ach doch, ich verstehe. Bin schon unterwegs. Und go. Gut. Nein! Mach das und das nicht. Da muss ich wahrscheinlich erst da hoch und noch höher oder was? Oder? Ah, ich habe eine andere Idee. Nee, das ist auch nicht so gut. Ich glaube, man kommt dann da hoch. Okay, und jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also hier komme ich nicht so einfach durch. Was tue ich? Was tue ich? Nein! Was tue ich denn hier? Hier komme ich am Leben nicht mehr raus. Ach nein. Wieso tue ich denn sowas? Ach Mist. Wo komme ich da hin? Ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz weit weg. Ach nein. Wie blöd von mir. Das ist so blöd. Aber die ganzen Orbs sind wieder da.
Okay, ich beeile mich. Ich bin jetzt sofort wieder da. Ich weiß ja auch, was wir jetzt machen müssen. Okay, war jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, so weit weg sind wir auch gar nicht. Wie blöd, ich springe aber komplett daneben. Also ganz habe ich es noch nicht verstanden, wie wir dann da rumkommen, aber na gut, wir schauen einfach mal. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ja, so weit ist es wirklich nicht. So. Ach guck, das haben wir noch gar nicht gefunden. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Ein Medaillon. Na guck. Gut, also da müssen wir dann lang. Ein bisschen Jump'n'Run. Jump'n'Run, ich glaube, das trifft es ganz gut bei dem Game, ne? Ich bin auf jeden Fall ein Jump'n'Run-Spiel. Lauf doch, lauf schneller, warum läufst du nicht? Lauf! Gut, ich bin auf jeden Fall wieder da, wo ich so sein sollte. Und jetzt gucke ich einfach mal, dass ich da nicht runterfalle. Das wäre sehr gut. Komme ich hier hoch? Nee. Ist hier sonst noch irgendwas? Crane-Block overhead. Ja, ja, das sehe ich. Okay. Ich muss hier durch. Ich muss da definitiv durch. Ich glaube, ich muss einfach nur möglichst hoch fliegen, oder? Das ist einfach dumm. Jetzt aber. Komm! Ja, jetzt haben wir es. Gar nicht so einfach. Life Seed was confiscated. Okay. Okay, wir müssen Life Seed finden. Wenn ihr das Life Seed. No Treeps or Orbs nearby? Take energy from storage cells to restore your reserves. Okay. Okay. So viele wie ich möchte. Man weiß es nicht. I'd give anything to be a pathfinder, but there is no way I'd ever be eligible unless I suddenly lost 60 pounds. That'll never happen. Too bad, I bet you I could pick up a lot of girls in those things. Audio logs? No, yeah, okay. September 17th, 1942. My name is Andrew Fisher, leading physicist and head of Project Pendulum. Pendulum is the research and development project directed by the Army Corps of Engineers to produce a weapon of mass destruction that can bring an end to the war through the unconditional surrender of our enemies. In response to the spy-ridden efforts of the Manhattan Project, headed by my cohort, Robert Oppenheimer, Pendulum has been founded under the utmost secrecy. Funds, pride, and soldiers' lives are all on the line in a race to win the war, thus giving rise to the name Pendulum. Ach, wir haben mal das Licht angemacht, okay. Springen wir hier runter.
geht's nochmal auf der anderen Seite, okay. Juhu! Das ist schon wieder ein Generator. Wow! Oh, was? Boah, der hat mir jetzt aber gegeben. Also die schießen relativ gut, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Energie wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht mehr. Ah, okay, ich sehe. Okay, es wird immer weniger hier. Speichern wir es lieber in dem Anzug. Da ist es besser als hier. So, Daumen kann ich hoch. Da war was. Was tue ich? Wieso laufe ich daneben? Ne, hier ist gar nichts. Okay. Nein, was tue ich? Hui. Was ist das? Achso, das sind diese Kräne, ne? Okay, so liegen die am Boden. Ah, wir kommen wieder raus. Sieht auf jeden Fall so danach aus. Die Sonne geht hier unter, ne? Das wird immer dunkler. Finde ich nicht so gut. Hey! Ja, klar. Sehr dunkel hier. What? Was ist passiert? Welcome to the Pendulum Research and Development Site. Das sieht irgendwie nach Endboss aus, ne? Hier bloß kein Mist. Note from Andrew Fisher. Due to the power strain at the reactor ramps up production to meet our increased quota, we've experienced frequent power outage. Outage? Ich bin mir gar nicht sicher. As such, I've ordered AMRITA generators as a backup power source to temporarily installed throughout the facility. Blackouts should be these to occur. Diese AMRITA Energy Source scheint auf jeden Fall ein bisschen zuverlässiger zu sein. I finally got to see one of those orbs out in the wilds while I was on leave for the day. There is something surreal about them. I stared into it for who knows how long. Ja, guck dir mal die Orbs an, kann man ja auch machen, ne? Sieh, sieh, sieh! Alles mitnehmen hier. We better finish up this project soon. Those supply drops are only scheduled to arrive for a few more months. Otherwise, due to this isolation policy, we're on our own. The pilots know nothing about this operation, other than their orders to drop off supplies to this location until the end of this year. I think they were told this is for a mining corporation, operation. No wonder Fisher's going mad over our timelines. Okay.
Okay, das sah ein bisschen komisch aus. X markiert die Stelle, ja. Private Riley. I've been ordered to patrol the Soma facility again today. I've circled through the same room 30 times since noon. At least I get to smile at the cute scientist in the pressure chambers each time. She hasn't smiled back at me yet. I hope she doesn't find me creepy. Die ein Stalker, die Wissenschaftlerin. It's odd to think about what exactly a life is once you've experienced quantum death. What exactly are the ingredients that make up my life? My ingredients aren't really any different than anyone else's. Carbon, calcium, hydrogen, etc. Held together with some energy. So what exactly makes me me? I guess, if anything, I'm just a pattern. One that forms out of the chaotic blender of matter and the universe, like a whirlpool out of the water. And when I die, that pattern simply dissipates back into the cosmos. Are we all the same energy simply expressing itself? Das mag ich. Jetzt wird's ein bisschen philosophisch. Was macht das Leben eigentlich aus, ja? Man besteht ja nur aus Atomen, die aus Energie zusammengehalten sind. Wobei Atome ja auch Energie sind, E gleich mc². Und was ist das Leben? Ich denke, das hat auch viel mit Bewusstsein noch zu tun. Was wir hier suchen wollen.